an die Kollegen von dem Westfälischen Nahverbrauch. Ah, genau, die Westfälischen. Ja. Dürfen wir kurz eben? Natürlich. Alles klar. Schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Ja. In Münster? Nein. Doch, nein. Moment, doch, ja. Doch, ja, zwei Sachen. Aber darf ich hier natürlich nicht verraten. Was ich von dir kriege? Hast du hier gekauft? Achso. Beschenken Sie sich gegenseitig? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Na klar. Mit unserer Anwesenheit. Ich habe ihm meine CD geschenkt. Die ist gerade neu rausgekommen. Mehr heißt sie. Ja. Mit H. Er mir schon zweimal geschenkt, hat es nur vergessen beim ersten Mal. Aber schön, kann ich gleich eins weiter schenken. Wie ist es denn? Haben Sie noch genauso viele Geschenke unter Christbaum als früher? Mehr geschenkt, weniger geschenkt, gar nichts mehr geschenkt? Also irgendwie bei mir präzisere Geschenke kriegt ja, man, ne? Ja, es ist, also bei mir ist es weniger geworden. Ja? Ja, man hat ja auch schon alles, weißt du? Man weiß ja gar nicht, was man schenken soll. Das ist ja das Schlimme heutzutage, dieser Wohlstandsgesellschaft. Und ich finde es auch schöner, wenn ich geben kann. Oh ja, das finde ich gut. Finde ich eine gute Einstellung. Habe ich was von. Obwohl, beim Nikolaus habe ich meine Schuhe rausgestellt. Hast du was reingetan? Nein, nichts. Nichts war da. Ich habe keine Schuhe gesehen. Was? Ich habe gar keine Schuhe gesehen bei dir. Ach, diese Adiletten, die da draußen stehen. Ja, ist doch egal, was es ist. Hätte auch was reingepasst. Na, bei einer Sandale kann man nicht erwarten, dass man da irgendwas reintut. Wo verbringen Sie die Feiertage? Wir verbringen die Feiertage zu Hause. Also ich jedenfalls. Und du? Bei dir auch zu Hause. Bei dir, bei dir zu Hause. Bei mir zu Hause, genau. Nein. Wir kochen uns was Schönes. Ja, schön. Ne? Gänsekeule, schön mit Rotkohl und Klößen. Mhm. Ne? Haben Sie auch so ein Weihnachtslieblingsessen, das zu Hause unbedingt auf dem Tisch stehen muss? Fisch, bei ihm gibt es immer Fisch. So nie im Leben hat es bei mir Fisch gegeben, kann man mal sehen. Du bist immer schon betrunken, wenn es Essen gibt, der kann sich nicht erinnern. Nein, natürlich eine schöne, ja, natürlich eine Gans. Also es tut mir auch ein bisschen leid, wenn ich so zurückdenke, wie sie noch Federn hatte und auf der Wiese rumlief. Ja. Aber sie schmeckt einfach. Sie schmeckt einfach zu gut. Ja. Tut uns leid. Noch ein privater Gang über den Weihnachtsmarkt oder ist das heute der einzige Auftritt? Ist das eigentlich, wir haben noch gar keinen. Ist das der einzige hier in Münster? Nee, das kann ja nicht sein. Okay. Ja. Fünf Stück. Okay. Also den kennen wir schon, den haben wir gestern schon. Den haben wir schon besichtigt. Wir waren auch schon am Glühweinstand. Ja, da sind wir hängen geblieben, ne? Ja, sind wir ein bisschen hängen. Der Rundgang schnell zu Ende. Ja, die anderen müssen wir uns noch. Mal gucken, vielleicht klappt das heute. Wir haben ja immer so viel zu tun, wenn wir hierher kommen. Wir haben immer nie richtig Zeit für irgendwas. Ist auch irgendwas. Immer nicht ganz einfach, die ganzen Menschen aus dem Bild zu räumen, wo man dann anfangen kann zu drehen. Aber die Münsteraner sind immer noch sehr, sehr unterstützend dabei. Und das finden wir echt immer noch großartig. Alles klar, vielen Dank. Danke auch. Danke, dann haben wir hier die Kollegen von BDR.